noch jemand an den 2014 veröffentlichten Teaser PT erinnern? Bei dieser Demo handelte sich um eines der gruseligsten Spiele aller Zeiten, das viele Nachahmer fand. Denn leider erblickte das von Hideo Kojima erschaffene Horrorspiel in Zusammenarbeit mit Guillermo del Toro niemals das Licht der Welt. Das Traurige an der Sache war, dass es ein neues Silent Hill hätte werden sollen. Doch Konami hat sich dagegen entschieden und dem Projekt den Stecker gezogen. Vermutlich war das Spiel damals viel zu innovativ für den Publisher, die eher damit beschäftigt waren, den 30. Silent Hill Pachinko Mist den Fans ins Gesicht zu kacken. Inzwischen hat man anscheinend die Meinung geändert und hat gleich mehrere vielversprechende Spiele aus dem Silent Hill-Universum angekündigt, nebst einem neuen Film. Hoffentlich wird der Kram gut. Heute geht es aber um ein Spiel der Serie, das eher für gemischte Gefühle unter der Fangemeinschaft sorgt. Silent Hill 4 – The Room. Leider ist dieser Teil auch der Schwanengesang des Franchise, denn von da an ging es steil bergab. Viele empfanden noch den dritten Teil als den Höhepunkt der Serie, doch ich bin der Meinung, dass Silent Hill 4 weitaus mehr Anerkennung verdient hat, gab es doch einige beängstigende Aspekte samt einer fesselnden Story, das am Ende für ein Horrorerlebnis sorgt, das durch Mark und Bein ging. The Room wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ist es doch einer der wenigen Spiele, die es tatsächlich geschafft haben, Albträume auszulösen. Im Prinzip auch Homecoming und Downpour, aber nur weil die Spiele so unheimlich grauenhaft waren. Konami kündigte ein komplettes Remake des zweiten Teils an und schon Jahre zuvor gab es ein HD-Remaster des dritten und eben auch des zweiten Teils der Serie. Silent Hill 2 ist unumstritten der beste und wichtigste Teil des ganzen Franchise, aber es ist nicht fair, dass The Room so stiefmütterlich behandelt wird. Und das schon seit Geburt, denn Silent Hill 4 war nicht mal als Teil der Silent Hill-Serie geplant. Und nun scheint es so zu sein, als wolle man den Titel komplett unter den Teppich kehren und das hat das Spiel definitiv nicht verdient. Ebenso all die Kritik von der Gamer-Gemeinschaft, die sich irgendwelchen Möchtegern-Gurus anschließen und gemeinsam wie eine Horde Schimpansen The Room mit Kot bewerfen. Da werden Videos veröffentlicht, in denen man dann den immer gleichen Käse nachplappert. Genug gejammert. Wollen wir uns mal das Spiel genauer ansehen? Dann kommt mal näher. This is just a dream. And a really terrible one too. Obwohl nicht als Silent Hill-Titel geplant, bedient sich The Room komplett dem Erbe der Serie und verbindet Survival-Horror mit dem Lösen von Rätseln und das Zusammensetzen der Handlung durch fragmentiertes Geschichtenerzählen. Doch substanziell ist The Room jedoch eine ziemliche Abkehr von der Silent Hill-Formel, indem es uns von den miteinander verbundenen Bereichen der titelgebenden Stadt wegführt und stattdessen in der Nachbarstadt Ashfield angesiedelt ist. Der Spieler läuft auch nicht mehr mit einem Radio oder einer Taschenlampe durch die Gegend, das einem mit dem gespenstischen Rauschen vor herannahenden Feinden warnt. Und man fügt zum ersten Mal auch eine First-Person-Perspektive hinzu, allerdings nur solange sich der Hauptdarsteller in seiner Wohnung befindet. Draußen schaltet das Spiel wieder in die gewohnte Third-Person-Perspektive um. Silent Hill 4 ist so gesehen mehr ein Spin-off als eine Fortsetzung. Silent Hill 4 erntete Kritik für sein schäbiges Kampfsystem, das aufgrund unpräziser Angriffe und Waffen, die sich abnutzen und kaputt gehen, eher frustrierend als überzeugend war. Das kann man jetzt so stehen lassen, oder man nimmt sich die Zeit und lernt, wie der Hase läuft. Herrgott nochmal, Silent Hill ist kein Hack and Slay. Wenn ihr etwas spielen wollt, in dem der Hauptdarsteller wie ein Rasiermesser durch die Feinde geht, dann spielt Metal Gear Rising Revengeance. Und das meine ich jetzt ernst. Metal Gear Rising Revengeance ist ein tatsächlich gutes Spiel. Und die Rätsel sind auch nicht so übel, wie man behauptet. Und Silent Hill 4 hat sogar noch mehr Vorzüge. Und wenn man sich mal komplett vom Spiel in seinen Bann ziehen lässt, dann wird man feststellen, dass The Room der gruseligste Teil der ganzen Serie war. Selbst die Story könnte im Vergleich zu Silent Hill 2 noch eins draufsetzen. Denn insgesamt wirkt The Room weitaus verstörender als alle vorherigen Teile. Die Story schafft eine Atmosphäre, die euch langsam den Hals zusammenschnürt. Henry Townsend, der Hauptdarsteller in Teil 4, ist nicht der übliche Protagonist von Silent Hill. Denn anstatt eine persönliche Verbindung zu der verfluchten Stadt zu haben, bestand sein einziges Verbrechen darin, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.
Einige Fans haben diesen Ansatz kritisiert, aber ich habe das Gefühl, dass Henrys Rolle als unglücklicher Außenseiter nur zu der allgemeinen Spielerfahrung beiträgt und es den Spielern erleichtert, eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Auch wenn dies sicherlich sehr schwer wird. Henry ist ein introvertierter und ziemlich leerer Charakter, der sich in einer klaustrophobischen Situation befindet. Raum 302 ist nicht nur seine Wohnung, in der er über 2 Jahre lang friedlich sein Leben verbracht hatte. Es wurde zu einem Gefängnis. Die Fenster sind versiegelt, die Wohnungstür ist mit einer dicken Kette verschlossen. Diese graue, kahle Wohnung verschluckt uns und es scheint so, als ob Zeit keine Rolle mehr spielen würde. Es herrscht eine ohrenbetäubende Stille. Außerhalb der Wohnung hingegen herrscht das Chaos in Form der Stadt. Ein bedrückendes urbanes Labyrinth, dem wir nur tatenlos zusehen können. Ein ziemlich gruseliger Aspekt ist, wie Henry Kontakt zu eben dieser Welt außerhalb seiner Wohnung herstellt, denn dies geschieht mehr oder weniger nur einseitig. Mit dem Türspion blickt er auf den Flur und spioniert seine Nachbarn aus, wobei er es hauptsächlich auf eine bestimmte Person abgesehen hat. Seine Nachbarin. Im Verlauf des Spiels wird sich auch ein Guckloch in ihre Wohnung öffnen und das ist wohl der gruseligste Teil des Spiels. Denn nicht nur Henry, sondern auch der Spieler wird zu einem abscheulichen Voyeur. Und auf einem dieser voyeuristischen Ausflüge in ihre Wohnung wird euch noch gewaltig der Schauer über den Rücken laufen. Silent Hill 4 ist nichts für schwache Nerven und ich kann euch versprechen, dass ihr von Mal zu Mal einen größeren Kloß im Hals haben werdet und euer Herz dem Zerbersten nah sein wird. Schon der Eröffnungsfilm macht einen unglaublichen ersten Eindruck. Viel Glück beim Einschlafen. Das Intro mischte reales, aber auch computergeneriertes Filmmaterial mit Szenen aus dem Spiel. Quietschende Monster mit Babygesichtern torkeln auf dich zu und ein mit Blut überströmter Körper schleift sich über den Boden. Das verschwommene und aufgeblähte Filmmaterial schafft eine verwirrende Atmosphäre, aber man bekommt schon mal eine gute Vorahnung davon, wie es ist, im Folgenden den Horror mit dem Controller in der Hand selbst zu erleben. Die Intros der ersten 3 Teile waren gut, aber in Silent Hill 4? Heilige Scheiße! Man hat selten ein so absolut schockierendes Intro gesehen. Schon bevor man das Spiel starten kann, hat man sich mindestens 2 Mal in die Hosen gemacht. Und sobald man die Steuerung übernimmt, macht sich ein gruseliges Gefühl breit. In allen vorangegangenen Silent Hill Spielen verfolgte man das Geschehen aus der Third-Person-Perspektive, was ein wenig Abstand zum Horror schafft. Nun aber läuft man selbst durch das zutiefst irritierende Apartment umher und es ist noch unklar, was passieren wird oder wo zur Hölle wir eigentlich sind. Und der erste Albtraum setzt uns so sehr zu, dass wir im ersten Moment etwas nach Luft schnappen müssen. Sobald wir wieder bei Sinnen sind, finden wir uns im Schlafzimmer wieder. Das Telefon geht nicht, der Fernseher macht keinen Mucks. Das Einzige, was bleibt, ist aus den Fenstern auf die geschäftige Welt zu schauen, wo die Menschen ihren Alltag nachgehen. Oder man blickt in deren Wohnungen und sieht ihnen ein wenig dabei zu, was auch immer sie gerade so machen. Während Henry die Enge seiner Wohnung erkundet, um seine Verwirrung und Verzweiflung zu schüren, entdeckt er ein ausgefranstes riesiges Loch in seiner Badezimmerwand. Angesichts eines Mangels an anderen Möglichkeiten nimmt Henry seinen Mut zusammen und kriecht durch das seltsame Portal, in der Hoffnung, einen Fluchtweg zu finden. Was er stattdessen findet, wird ihn auf eine verschlungene Reise führen, die die schmutzige Vergangenheit seiner Wohnung enthüllen wird, sowie die Identität von Walter, dem Mann, der für die Versiegelung von Henrys Zimmer verantwortlich ist. Wie bereits erwähnt, umfasst Silent Hill 4 2 Spielmodi. Einen First-Person-Modus, mit dem man Henry durch seine Wohnung führt, und einen Third-Person-Modus, mit dem man die alternativen Welten erkundet, die Henry besuchen wird, nachdem wir durch das Portal gereist sind. Wenn man sich im First-Person-Modus befindet, schweift man mit der Kamera über das Inventar der Wohnung. Sollte man einen wichtigen Bereich oder ein Objekt ins Visier genommen haben, erscheint ein Augapfelsymbol, das einen darauf aufmerksam macht, dass man mit dem betreffenden Objekt interagieren kann. Das funktioniert nicht immer auf Anhieb, gerade dann, wenn sich 2 Hotspots überschneiden. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass man anstatt durchs Fenster zu schauen, nur mit der Meldung konfrontiert wird, dass das Fenster absolut geschlossen ist. Es hätte vielleicht Sinn gemacht, bei einem Objekt mit 2 verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten auch 2 verschiedene Knöpfe zuzuordnen. Insgesamt ein wenig fusselig.
Die Wohnung selbst verändert sich im Laufe der Zeit allmählich, sodass sich wiederholte Blicke auf verschiedene Gegenstände im Zimmer lohnen. Tatsächlich ist die Umgestaltung von Raum 302 im Laufe des Spiels ein wesentlicher Bestandteil der Erfahrung von Silent Hill 4, da neue Informationen langsam ans Licht kommen und die Dinge entschieden unheimlicher werden. This is just a dream. And a really terrible one too. Die traditionelleren Third-Person-Action-Abschnitte von Silent Hill 4 finden in verschiedenen alternativen Welten statt. Während man diese erforscht und dabei sein Inventar mit allerlei Schnickschnack füllt, das man bei seinen Erkundungen aufsammelt, wird man ziemlich schnell feststellen, dass das Inventar sehr schnell voll ist. Die einzige Möglichkeit ist die schwere Kiste im Wohnzimmer, was bedeutet, dass man jedes Mal, wenn man sein Inventar sortieren möchte, nach Hause laufen muss. Dinge im Inventar sind auch nicht stapelbar. Wenn man also zum Beispiel zwei Heilgetränke des gleichen Typs hat, so nehmen diese auch zwei getrennte Plätze ein. Nun stellt euch mal das Chaos vor, wenn man später im Spiel einige Waffen, Heilgegenstände und dringend benötigte Schlüssel- und Puzzlegegenstände verwenden muss, aber der Platz ständig am Limit ist. Dies ist eine ziemlich ärgerliche Designentscheidung und steuert nicht viel in Sachen Horror bei. Dafür erhält man eine Menge Frust. Zumindest hat die Rückkehr in die Wohnung den Vorteil, dass man nicht nur endlich das Spiel speichern, sondern seine Lebensenergie wieder auffrischen kann. Allerdings nur in der ersten Hälfte des Spiels, denn im zweiten Abschnitt werden die Regeln knallhart geändert. Der einst so sichere Zufluchtsort wird zur Hölle und man kann sich auch nicht mehr heilen. Allerdings muss man Silent Hill 4 zugutehalten, dass im Spiel selbst die Anzahl an Heilgegenständen steigt, während sie im ersten Spielabschnitt doch eher rar gesät waren. Die Erkundungen verlaufen natürlich nicht ohne Hindernisse. Silent Hill 4 wird einem, mitunter eine Menge Gegner in den Weg werfen. Man merkt auch, dass man sich ein wenig von der Grundidee entfernt hat, denn die Kämpfe sind nun nicht mehr Dinge, denen man prinzipiell komplett ausweichen kann. Wie etwa im ersten Silent Hill. Freilich kann man versuchen, seinen Feinden auch in Silent Hill 4 auszuweichen, aber es wird von Mal zu Mal schwieriger. Besonders in engen Räumen oder in den gehassten Rolltreppenszenen wird die aggressive künstliche Intelligenz ein äußerst frustrierendes Element. Und die dynamische Kamera ist dabei keine Hilfe. Im zweiten Abschnitt, der mehr oder weniger eine große Escort-Mission ist, in der man seine Nachbarin Eileen begleiten muss, hat man zumindest ein wenig Gesellschaft. Die Dame kann enorm austeilen und kann im Gegenzug nicht sterben, was ein großer Vorteil ist. Allerdings steigt die Besessenheit der bösen Mächte in ihr. Wollt ihr das gute Ende sehen, solltet ihr die Geister so gut es geht wieder austreiben. Am besten kurz vor Ende. Hier stellt man einfach eine geweihte Kerze vor ihr auf den Boden und die Seele wird gereinigt. Denkt also daran, bevor ihr euch dem Endgegner stellt und dankt mir später. Das Kampfsystem ist eher rudimentär. Es gibt eine Menge an Nahkampfwaffen, wobei der Großteil vermutlich Golfschläger sind, sowie eine überschaubare Anzahl an Schusswaffen. Harry zielt automatisch auf das, was gerade am nächsten ist und während man zielt, erlaubt das Kampfsystem einem, seinen Feinden auszuweichen und liegt der Feind am Ende zuckend am Boden, tritt man ihm ein paar Mal saftig ins Gesicht, damit endlich Schicht im Schacht ist. Ein kleiner Trick ist es, wenn man mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet ist, den Angriff aufzuladen, wie etwa in Zelda, wo Link dann mit einem Rundumschlag kräftig austeilen kann. Denn während dieser Phase ist man quasi unverwundbar. Man sollte vielleicht erwähnen, dass es einige Gegner gibt, die man allerdings nicht töten kann. Die Geister der Opfer des Serienkillers Walter. Es ist eigentlich ein wenig unfair, dass die Geister ausgerechnet uns heimsuchen, obwohl wir ihnen nichts getan haben. Gut, außer dass wir ihnen vielleicht beim Sterben zugesehen haben, ohne zu helfen. Die Geister sind die Hölle. Sie können einem schon Schaden zufügen, wenn sie sich nur in der Nähe befinden. Und es ist einfach nur schauderhaft, wie sie sich durch die Wände quälen und eure Wohnung zu einem höllischen Ort machen. Allein durch ihre Anwesenheit wird Henry in den Wahnsinn verfallen. Er greift sich an die Schläfen und der Bildschirm färbt sich in ein gesundes Rot, während die Lebensenergie ausgesaugt wird. Die einzige Möglichkeit, sich diese Biestern ein wenig vom Leib zu halten, ist, dass man ihnen eines der Schwerter des Gehorsams in die Brust rammt. Zuvor muss man es allerdings schaffen, den Geist für einen Augenblick lang K.O. zu schlagen. Das Problem ist nur, dass es insgesamt mehr Geister als Schwerter gibt und zieht man das Schwert wieder aus dem Geist raus, wird dieser nach kurzer Zeit wieder munter und geht euch wieder auf den Sack. Aber schon das K.O.-Schlagen eines Geists ist nicht gerade ein Kindergeburtstag. Zum Glück gibt es im Spiel Silberkugeln. Ein einziger Schuss reicht und der Geist liegt hilflos am Boden und kann mit dem Schwert aufgespießt werden. Das klingt viel zu gut, um wahr zu sein, aber hallo, im ganzen Spiel gibt es nur drei verdammte Kugeln. Da sollte wirklich jeder Schuss treffen und man muss sich gewaltig überlegen, wann man diese Kugeln einsetzen möchte.
Und man kann diese Zauberdinger freilich nicht beim Endgegner benutzen. Wie erwähnt, wird im zweiten Abschnitt eure Wohnung kein sicherer Zufluchtsort mehr sein. Ihr werdet von Geistern heimgesucht und ihr könnt euch auch nicht mehr heilen. Mittels Amuletten und gesegneten Kerzen kann man seine Wohnung wenigstens etwas wieder auf Vordermann bringen. Diese Geister jagen einem eine Scheißangst ein. Und das beginnt schon mit dem Heulen, mit dem sie sich ankündigen. Mit diesem Gegnertyp kann Silent Hill 4 auf ganzer Linie glänzen. Diese Dinger sind wirklich ein Highlight. Sie gehen einem gehörig auf die Eier, aber wenn es etwas gibt, das der Inbegriff von Horror ist, dann sind es diese grauenhaften Geister. Bei all den fiesen, dämonischen Kreaturen, die herumlaufen, ist die Fähigkeit, mit so viel Präzision wie möglich zu manövrieren, äußerst hilfreich. Allerdings wurde dies in Silent Hill 4 nicht sonderlich gut umgesetzt, wobei es allzu oft zu Frustmomenten kommt. Das Steuerungsschema ist einfach nicht umgänglich genug für einen effektiven Kampf. Für die Erkundung im First-Person-Modus mag das noch in Ordnung gehen, aber anscheinend hat man vergessen, die Steuerung für die Third-Person-Modus entsprechend zu optimieren. Und auch wenn es 4 verschiedene Enden gibt, werden wahrscheinlich nur die wenigstens so hart im Nehmen sein, als dass sie Silent Hill nochmals durchspielen würden. Und da können einem zusätzliche Waffen oder Outfits, die man freischalten kann, nicht egaler sein. Was die Grafik betrifft, kann man wirklich nicht meckern. Silent Hill 4 ist beinahe schon der schönste Titel auf der PS2, denn es gibt eine Menge grafische Details zu bestaunen. Besonders schön sind die korrodierten, blutigen Szenen, die feuchten Böden des Wassergefängnisses, die Mauern, die aus Fleisch gemacht sind. Alles sieht so wunderbar grausam aus. Von einer Gruppe heulender Dämonenkinder, die an eine Wand gepflastert sind, bis hin zu einem Geist, der aus einem dunklen, tropfenden Portal kriecht, an verstörender Bildsprache mangelt es sicher nicht. Die Charaktere im Spiel sind oft sehr detailliert, obwohl ihre Bewegungen etwas gestelzt wirken und die Animationen nicht ganz so glatt sind, wie sie sein könnten. Die Soundeffekte in Silent Hill 4 sind größtenteils ebenfalls großartig. Größtenteils, weil man sehr häufig billige Stockeffekte benutzt hat. Kreaturen haben alle ihre eigenen unverwechselbaren Rufe, Schritte und Todesröcheln. Und die Spielszenen sind gespickt mit netten Details wie tropfendem Wasser und böigem Wind, oder sogar etwas so Einfachem wie zu Boden klappernde Gegenstände. Insgesamt lebt das Spiel dank der subtilen Geräusche, als durch den Soundtrack. Dieser ist zwar vorhanden, aber nur sehr selten hörbar. Silent Hill 4 ist eine interessante Fortsetzung. Während man versucht, der alten Silent Hill-Formel treu zu bleiben, wollte man mit einem neuen, mehr actionorientierten Gameplay experimentieren. Dies ist vielleicht nicht unbedingt so gut gelungen, aber dennoch fesselt einem das Spiel aufgrund des dunklen Storytelling. Es gibt trotz der Mängel aber keinen Grund, warum man Silent Hill 4 nicht spielen sollte. Es ist düster und mit Abstand das Gruseligste, was ihr je erleben werdet. Auch gut 20 Jahre nach dem Release. Es mag sein, dass Silent Hill 4 nicht an den dritten Teil herankommt. Das Spiel hat zum Teil verdammt verstörende Szenen, die man nicht mehr so schnell aus seinem Kopf bekommt. Und was am Ende bleibt, sind eben diese vielen Bilder, für die man verzweifelt versucht, irgendeine Erklärung zu finden. Welchen tieferen Sinn hat die Wohnung für Walter? Aber ist es die Wohnung selbst oder ist die Wohnung mehr nur ein Sinnbild für den Uterus seiner Mutter, in den er so gerne wieder zurückkehren möchte? Silent Hill 4 spart zumindest nicht mit ekelhaften Details und viel Raum für diverse Interpretationen. Es mag auch sein, dass es nur das B-Team war, das an dem Spiel arbeitete. Alle wichtigen Entwickler, die an den ersten drei Teilen arbeiteten, waren nicht mehr an Bord. Das Ende von Team Silent war ohnehin schon besiegelt, aber trotzdem hat man noch versucht, dieses Finale mit einem bombastischen Feuerwerk enden zu lassen. Und auch der Einsatz der First-Person-Kamera ist etwas, was den Horror viel offensichtlicher wirken lässt. Schaut euch mal PT an! Die Demo, die ebenfalls ein unrühmliches Ende fand, hat sich so viel von Silent Hill 4 abgeschaut. Kojima hat jedoch versucht, auf dieser Basis ein bombastisches Horrorerlebnis zu konstruieren. Leider hat Konami allzu früh den Stecker gezogen. PT verkörperte auch eine gewisse Hilflosigkeit, dem der Spieler gegenüberstand. Interaktionen waren wie auch schon in der Wohnung von Silent Hill 4 sehr begrenzt. Man konnte sich Bilder anschauen, Nachrichten auf den Wänden lesen und dem Radio lauschen. Das war's aber auch schon. Ein Kampf gegen den allgegenwärtigen Geist, der einem auf Schritt und Tritt folgt, war nicht vorgesehen. Und auch die Geister in Silent Hill 4 lassen sich zwar für einen Moment aufhalten, aber besiegen und töten kann man sie nicht. Wenn man so will, hat Silent Hill eine wichtige Grundlage geschaffen, für alles, was folgen sollte.
Leider hat man in den Fortsetzungen der Silent Hill-Serie die Vorlage auf den Müll geworfen und das Franchise mit Schmutz besudelt. Wir sehen so viele Spiele, die P.T. als Blaupause nahmen. Aber so wirklich weitergesponnen, wurde die Grundidee nicht wirklich. Was wäre also aus Silent Hill geworden, hätte Kojima und Del Toro die Möglichkeit gehabt, das Projekt auch zu Ende zu führen. Wir werden es leider niemals erfahren. Schauen wir mal mit ein wenig schüchterner Vorfreude auf die neu angekündigten Spiele im Silent Hill-Universum. Es kann nur bergauf gehen. Oder? Ich hoffe, dass dieser kurze Ausflug in die Geschichte euch gefallen hat. Sollte etwas unklar sein, stürmt die Kommentare und sollte mir ein Fehler unterlaufen sein, schreibt ebenfalls einen Kommentar. Und wenn ihr wollt, hinterlasst noch ein Abo. Vielen Dank und auf Wiederhörnchen!